Die verlängerte Lebensarbeitszeit und der demografische Wandel führen dazu, dass der Anteil von älteren Mitarbeitern stetig wächst. Parallel dazu findet eine fortschreitende Technisierung der Arbeitswelt statt und die Komplexität der Arbeitsprozesse nimmt zu. Das Projekt EUNA beschäftigt sich mit der Frage, was Wearables leisten können, um Arbeitsprozesse zu optimieren und so an den physischen Zustand älterer Mitarbeiter anzupassen. Aber was sind eigentlich Wearables? Wearables sind mobile, also tragbare Computersysteme, um verschiedenste Arten von Informationen zu verarbeiten. Wie dieses Armband, mit dem man seinen Puls messen und aufzeichnen kann. Oder diese Datenbrille, die Zusatzinformationen in das Sichtfeld einblendet und so die Realität um eine zusätzliche Informationsebene erweitert. Auch dieses T-Shirt ist ein Wearable, ein sogenanntes Smart Textile. Smart bzw. intelligent, da bei seiner Herstellung leitfähige Fasern und elektronische Bauelemente verwendet wurden, um den Funktionsumfang zu erweitern. Da Textilien zu unseren alltäglichen Begleitern gehören, eignen sie sich ideal als Träger, Gehäuse oder Plattform intelligenter Komponenten. Es ist dadurch möglich, direkt mit dem Kleidungsstück Daten zu messen, zu verarbeiten und anzuzeigen oder mit dem Träger zu interagieren. Auf zusätzliche Geräte kann man verzichten. Bisher werden diese Wearables vorrangig im Hochtechnologiesektor, wie zum Beispiel der Raumfahrt, oder im Consumer-Bereich beim Sport eingesetzt. Wie kann man nun diese Technik sinnvoll einsetzen, um ältere Mitarbeiter in ihrem Arbeitsumfeld zu unterstützen? Ältere Mitarbeiter können körperliche Verschleißerscheinungen zeigen, die zu längeren Ausfallzeiten durch Erkrankungen führen. Bei der Wiedereingliederung können Wearables als Frühwarnsystem dienen, das Symptome wie Stress und Überforderung registriert und erkennt, bevor sie dem Mitarbeiter selbst bewusst werden. Ein Sensorshirt misst zum Beispiel die Herzfrequenz und den Hautwiderstand. Sobald diese Werte steigen, bekommt der Mitarbeiter ein Signal und hat die Möglichkeit zu reagieren. Durch ein einfach zu bedienendes Interface auf seiner Kleidung kann er die Taktung der Maschine reduzieren oder Unterstützung anfordern. Auch die Gefahr von Dehydrierung darf nicht unterschätzt werden. Gerade ältere Menschen haben weniger bis kein Durstgefühl. Hier helfen Wearables, die den Wassergehalt im Körper messen und rechtzeitig auf einen Flüssigkeitsmangel aufmerksam machen. So werden Folgeerscheinungen verhindert und damit Arbeitsunfällen entgegengewirkt. Auch bei der zunehmenden Komplexität der Arbeitsprozesse und der damit verbundenen Informationsflut ist der Einsatz von Wearables sinnvoll. Sie fungieren als Filter, die Informationen von verschiedenen Prozessen aufnehmen, priorisieren und bedarfsgerecht bereitstellen. Aber wie begegnet man Gefahren, die mit dem Einsatz von Wearables verbunden sind, der permanenten Überwachung der Arbeitsleistung oder dem Missbrauch der aufgezeichneten Daten? Vorkehrungen müssen getroffen werden, um das zu verhindern. So melden sich die Systeme nur, wenn Gefahr besteht. Eine Warnung erhält zunächst nur der Mitarbeiter selber. Erst wenn er nicht reagiert und eine wirklich gefährliche Situation vorliegt, wird das Signal weitergeleitet. Das gibt Sicherheit für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber bzw. den zuständigen Betriebsarzt. Auch können die Wearables vergessen. Dies bedeutet, sie löschen nicht mehr benötigte Daten. Sie sollten auch nur dort eingesetzt werden, wo eine potenzielle Gefährdung von Mitarbeitern gegeben ist. Hier können sie sogar Leben retten. Zum Beispiel bei Arbeiten unter schwierigen oder extremen Bedingungen wie in der Windkraft oder der Stahlindustrie. Wearables, die die Körper- und Umgebungstemperatur messen, bieten die Möglichkeit, bei einer drohenden Unterkühlung den Mitarbeiter durch integrierte Heizdrähte zu wärmen und auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Auch das Aktivieren von Hilfssignalen durch Touchgesten oder das Betätigen einfacher Interfaces sind vorstellbar. Oder Textilien, die bei Gefahr ihre Farbe wechseln und so den Mitarbeiter selbst und sein Umfeld auf die Gefahren aufmerksam machen. Dies kann gerade bei Teams in gefährlichen Arbeitsumgebungen, wie zum Beispiel der Feuerwehr, Leben retten. Dank des technologischen Fortschritts ist der sinnvolle Einsatz von Wearables in vielen Bereichen heute bereits möglich und bezahlbar. Daher sollten die neuen Technologien und denkbare Einsatzszenarien verstärkt bei der Planung und Optimierung von Arbeitsprozessen mit einbezogen werden.